Servus Leidl, frisch von der Fernfahrerdusche da irgendwo in Tirol, möchte nicht sagen, wo ich bin. Jo, auf jeden Fall, was ich sagen wollte, es gibt da, wie gesagt, irgendwo in Tirol, wo ich heute jetzt bin, eine Dusche oder eine Rohrstation, ich weiß nicht, das, was die da drinnen haben, das kannst du gar nicht als Dusche bezeichnen, das ist, weiß ich nicht. Wie kann man das am besten bezeichnen? Schimmel, ein abfallendes Tier, eine Waschmaschine da drinnen und kaltes Wasser. Weiß nicht, Müll, Müllhalde oder so etwas. Könnte man eventuell so noch bezeichnen. Ja, auf jeden Fall, das gibt's leider Gottes in Österreich. Hätte ich auch nicht gedacht, aber ja. Und ich denke mir mittlerweile, sind wir wirklich so unwichtig in der Wirtschaft, dass wir es nicht einmal verdient haben, eine halbwegs gescheite Dusche zu haben. Ich meine, ich habe Gott sei Dank keine Fotos gemacht, weil sonst wäre es mir schlecht gewesen und wäre euch auch schlecht gewesen, was man das Video anschaut, das will ich auch nicht haben. Aber was ich einfach irgendwie möchte, ist, dass die Leute ein bisschen nachdenken und ein bisschen darüber denken, was man mir als LKW-Fahrer alles tun. Ja, ich meine, wir alle reden mal davon, ja, hin und her, wir bringen die Sachen und dann sind sie eh irgendwie froh, uns zu haben für ein paar Minuten und dann auf der Autobahn sind wir auf der linken Spur, damit wir vor den Kollegen noch den Parkplatz erwischen, weil es gerade einmal die Einsatzzeit ausgeht oder die Fahrzeit, er hat noch genug Zeit, er könnte noch weiterfahren und hinten stehen sie da, miep, 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 fahr weiter, du Trottel. Das ist leider das Traurige an dem Job, aber kannst nichts machen. Aber das, die Duschen, das kannst du einfach nicht als Dusche bezeichnen. Jetzt sowieso die Corona-Zeit, was wir da haben, da hast du zum Beispiel in Vorarlberg, hast du keine einzige Dusche offen, auf keiner Rohrstation. Alles nur zugesperrt, dann hast du in einer Rohrstation, die bis 3 Uhr offen haben. Ach, glaubt ihr echt, dass wir mir so eine Bazillenschleudern sind? Ja, als Bazillenschleuder hat man mich auch noch bezeichnet, da irgendwo in Oberösterreich, ich will jetzt nicht sagen wo. Also das geht gar nicht. Ihr könnt uns irgendwie dankbar sein. Nicht nur irgendwie, ihr könnt uns dankbar sein, dass wir den ganzen Scheiß da für euch da machen, während ihr Gott sei Dank daheim bleibt. Ich meine, mittlerweile, ja, diese Maskenpflicht und so weiter, das kannst du ja auch schon vergessen, das geht mir auch schon so bis daher, ich hab keinen Bock auf den Scheiß. Aber bitte, denkt einfach ein bisschen nach und tut einfach was. Und die Drecksduschen da, Alter, wir sind keine Schweine. Bitte.